Willkommen zu einer neuen Folge und dann zur neuen Serie, nämlich die Typo 3 Entwicklung. Und in dieser Folge schauen wir uns das Expert Model an in Verbindung mit Repository und der View. Da ich das Video ein bisschen verkackt habe, gibt es quasi zwei Ansprachen und deshalb ja, viel Spaß mit der Folge. Willkommen zum wöchentlichen Video im T3 Campus. Das heutige Lernziel ist Expert Model in Typo 3 nutzen. Wir werden in dieser Folge mit dem Extension Builder eine Extension erstellen. Dabei registrieren wir ein Frontend-Plugin und modellieren unsere Datenbank. Das heißt, wir erstellen zwei Models und verbinden diese mit einer Relation. Im Anschluss werden wir dann die Extension exportieren und installieren. Du lernst, wie das Zusammenspiel von einem Model mit seiner Repository ist und wie du dann mithilfe der Repository Daten aus der Datenbank lesen und schreiben kannst, die Ergebnisse davon in einem Model bekommst und dann diese Informationen an die View übergibst, um sie dann letztendlich für den Benutzer darzustellen. So, wir befinden uns jetzt im Typo 3 Backend und wollen jetzt uns mit dem Extension Builder unsere Extension modellieren. Dazu starten wir den Extension Builder, wie man ihn installiert und was er genau ist, hatte ich ja schon erwähnt. Deshalb werden wir das jetzt hier etwas zügiger durchsprechen. Wir geben der ganzen Extension einen Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal My First Game. Vendorname bin ich, Slavely. Und hier kommt der Key hin. Und das schreibe ich einfach My First Game. Komplett klein geschrieben drunter. Beschreibung lasse ich jetzt einfach mal aus. Jetzt kommen noch die Autoren. Das bin ich natürlich. Füllstelle aus. Dann wollen wir noch ein Frontend-Plugin erstellen. Hier nennen wir das Frontend-Plugin Highscore. Denn wir wollen jetzt hier dann dieses Frontend-Plugin nutzen, um irgendwelche Highscore-Daten auszugeben. Können wir jetzt nochmal so eine Beschreibung schreiben: Display Highscore List of our Game. Gucken uns dann mal die erweiterten Optionen an, Controller nehmen. Ja, es wird sicherlich einen Controller geben, der heißt Highscore und hat dann die Funktion Show. Und dann geht es schon in die Modellierung. Wir wollen zwei Models haben. Ich kann schon mal hier so hinziehen. Eines, naja, der Player, das ist der Spieler. Das andere ist dann eben der Highscore. Und die weitere Option haben wir aufgeklappt. Dann erstellen wir als erstes die Relation. Und die Relation sieht wie folgt aus. Ein Highscore kann ja alleine nicht existieren, sondern braucht immer einen Spieler. Und dementsprechend verbinden wir das Ganze. Jetzt müssen wir uns noch über die Kardinalitäten Gedanken machen. Und zwar ein Highscore wird immer von einem Spieler erreicht. Das heißt, und ein Spieler kann mehr Highscores haben, das heißt, wir haben eine n zu 1 Relation. Das heißt, einem Highscore gehört einmal ein Spieler und ein Spieler kann mehrere Highscores haben. Dann wollen wir noch sagen, dass das Ganze ein Aggregate Root ist, weil wir hier auch auf die einzelnen Highscores bequemerweise zugreifen wollen. Dann haben wir hier jetzt der Show quasi uns ausgewählt, weil wir alle Highscores uns anzeigen lassen wollen. Die beste Variante ist aber List zu nehmen. Da hatte ich einen kleinen Denkfehler, denn die Liste ist dafür vorgesehen, dass dann alle Highscores ausgelesen werden im Sinne vom Extension Builder Wording. Deswegen sagen wir hier List und hier sagen wir auch List. Später wollen wir auch illustrieren, wie man mit der Repository Schreiben zugreifen können. Das heißt, wir brauchen auch die Variante New Create und Edit Update. Dann schreiben wir auch hier Create und New und Edit und Update. Vielleicht auch löschen, warum denn nicht? Dann brauchen wir auch die Delete. So. Davon sollen auch alle bis auf Liste nicht gecached werden. Das können wir dann jetzt speichern. Ignorieren die Fehlermeldung. Und schauen uns das Ganze jetzt im IDE an, was wir bekommen.
So, wir sind EDM und schauen uns an, was ein Sextense-Bilder generiert hat. Hier haben wir den Classes-Ausgangsordner, wo wir den Controller haben, den Highscore-Controller, weil wir diverse Action-Funktionen ausgewählt haben, Extension-Bilder, die wir haben wollen, wie List, New, Create, Edit, Update und Delete. Dann haben wir das Highscore-Model. Hier haben wir die Klassenschaft Points für die Punktzahl und die Klassenschaft Player für die Relation zu einem Spieler. Dann natürlich die Get- und Set-Funktion für das Ganze. Und das Player-Model nochmal zur Erinnerung hat keinerlei Klassenschaft zu Highscore, weil wir nur eine 1 zu n-Relation haben, beziehungsweise 1 zu 1, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann reicht es aus, wenn ein Model die Klasseneigenschaft hat vom Gegenüber. Danach haben wir die Repository von den einzelnen Models Highscore und Player. Dann haben wir hier noch den Futile in Private. Dadurch, dass wir gesagt haben, dass wir diverse Action-Funktionen haben wollen, sind die entsprechenden Template-Dateien und Partial-Dateien dafür auch schon angelegt. In der Konfiguration gibt es neben den Extension-Builder jetzt auch noch den XPS Persistence Classes-Teil, wobei hier der Extension-Builder das aus irgendeinem Grund noch in dieser alten Datei X-TypeScript Setup macht. Das werden wir hier löschen und das hier in Classes integrieren. Dazu gibt es ja schon einen Eintrag zu Table Name Mapping, nämlich hier zu dem Player. Aber es fehlt der Record Type. Das werden wir einfach jetzt hier ergänzen. So wie das hier ist. Zunächst einmal. Und dann brauchen wir noch einen Teil für den Frontend-User. Dazu dupliziere ich mir jetzt einfach hier diesen Eintrag und werde die Sachen überschreiben. Subclasses. Und das ist dann hier auch einfach ein Array. Falsch. Und hier kommt das hin, wobei ich das werde ich auch anders schreiben. Nämlich wir nutzen die statische Eigenschaft Class, die den Klassennamen zurückliefert, den vollständigen. Und damit haben wir alles migriert, was hier drin steht, und wir können diese Datei löschen. Dann gibt es natürlich einen TCA-Teil, der uns unser Model beschreibt für Type 3, damit Type 3 weiß, was es damit anfangen soll. Und hier sehen wir bei FA-Users, weil wir jetzt hier eine vorhandene Datenbanktabelle beschreiben, dass hier eine Grundkonfiguration stattgefunden hat. Hier wird nämlich geguckt, ob es eine Typisierung gibt für diese Datenbank. Tabelle FA-Users, wenn nicht, wird eine konfiguriert. Hier werden wir nochmal nach der Installation prüfen, ob wir das so benehmen oder ob wir noch Änderungen vornehmen wollen. Dazu kommen wir also eventuell später zurück. Und das war es schon an der Grundausrichtung. Gibt natürlich auch eine SQL-Datei, die erstellten Models quasi es auf SQL-Basis beschreibt und man im Typo 3 bei Installation dann automatisch angelegt werden. Und bei Xtables und XLocalConf ist dann das Plugin konfiguriert, beziehungsweise bei Xtables nur die entsprechenden Datenbanktabellennamen für die neue Tabelle Highscore und auch die Sprachdatei dazu. Und die Registrierung für das Backend ist dann hier bei TCA Override SysTemplate, wo dann hier das TypeScript hinzugefügt wird und im TT-Content-Bereich das Plugin registriert wird unter dem Namen Highscore. So, das können wir jetzt im Backend einfach mal installieren. Wir finden nach der Speicherung im Extensions oder Erweiterung Modul unsere neue Extension. My First Game können wir direkt installieren. Und dann gehen wir ins Template. Erstellen jetzt hier vielleicht einfach einen neuen Root für unsere neue Seite. Das sagen wir einfach my first game. Das soll ja, ich komme nicht so ganz zurecht mit diesen Reitern, mit diesem kleinen Fenster.
Müsste doch bei Behavior sein, genau. Ich wollte es nämlich als root deklarieren. Das ist natürlich da drunter. Das Verschieberei ist ein bisschen nervig hier bei Typo 3, muss man zugeben. Okay, deswegen mal für doofe Cut. Paste after. So. Gut. Dadurch haben wir das jetzt root gemacht. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich noch eine Domain zuordnen, beziehungsweise eine Seitenkonfiguration spendieren. Erstellen wir jetzt schnell My First Game, heißt die Webseitentitel. Ich will jetzt keine neue Domain dafür registrieren, deswegen nehme ich die vorhandene mit My First Game als erster Part. Ja, die Default-Sprache soll dann auch Englisch sein. Kann für mich so bleiben. Wir müssen das Ganze noch ein Identifier geben und können das dann, glaube ich, schon erstellen. Und müssen natürlich ein neues Template erstellen, machen wir. Hier müssen wir noch einen Titel eingeben. My first game. Hier gibt es jetzt noch eine Default-Dings, damit von etwas steht. Hier werde ich jetzt das hier mal rauskicken und das werden wir später noch bearbeiten. Erstmal lasse ich es so und möchte jetzt hier als allererstes Fluid Style Content einfügen und unser Spiel. So. Dann platzieren wir auf der Startseite schon das Fontaine-Plugin, denn das geht auch schon mit der Installation unter Plugins. Leider ist in der Grundausfüllung hier die Namen nicht so ganz gegeben, deswegen weiß ich jetzt nicht, welche ist. Können wir aber einfach eins auswählen und schauen, okay, es ist wirklich Highscore, unser Highscore-Plugin. Und da schreiben wir jetzt noch einen Titel zu und speichern auch das. Hier könnten wir uns auch ein Record Storage Page uns aussuchen, was wahrscheinlich keine schlechte Idee ist. Deswegen machen wir jetzt eine neue Seite. Die soll ein Ordner sein, wo dann alle Highscore gespeichert werden sollen. Das ist natürlich sichtbar. Und dann sagen wir unserem Plugin auch, er soll diese Seite benutzen und dort alle Highscores suchen und ablegen, falls wir dann mit dem Plugin welche erstellen wollen. So, damit sehen wir zwischen vorne noch nichts, weil wir jetzt das Page-Objekt haben. Was wir machen können, ist, dass wir das Page-Objekt jetzt etwas umkonfigurieren, dass wir jetzt nicht unbedingt ein vollwertiges Fluid-Template hinterlegen wollen, sondern wir können es auch einfach so konfigurieren, dass das Page-Objekt den Inhalt unseres Plugins zurückgeben soll. Das geht auf verschiedene Art und Weise. Eine Möglichkeit ist, wir merken uns jetzt hier die ID 49 und sagen an der ersten Ausgabeposition, was jetzt an dieser Stelle 10 ist, weil es so ein bisschen Konvention ist. 10 ist zwar immer das Fluid Template, aber an dieser Stelle wollen wir jetzt einfach halten. Das ist auch kein Text, sondern Records natürlich. Und hier sagen wir, rendern wir das Inhaltsmoment mit der ID 49 aus der TT-Content-Tabelle. Und wenn wir dann das Frontend aufrufen, dann sehen wir unsere Ausgabe des Science-Tag-Spielers vorbereitet hat, nämlich die Liste von allen Highscores. Und da es noch keine gibt, ist die entsprechend leer. Hier gibt es einen Link, wo wir eine neue erstellen können. Wenn wir da drauf drücken, kriegen wir auch schon das Formular zur Erstellung einer Punktzahl, jedoch nur zur Weise eines Frontend-Benutzers. Das müssen wir dann hier noch ergänzen, denn das kann der Extension-Spieler noch nicht. Wir gehen erstmal zurück und wollen jetzt einfach mal eine Punktzahl manuell erstellen, damit wir sehen, dass hier wirklich die ausgelesen werden, die es eben gibt. Da gehen wir ins Listending und hier haben wir schon Highscore. Wir müssen nur dafür, dass wir, bevor einen Highscore erstellen können, auch einen Player haben, der diesen zugewiesen bekommt. Das heißt, hier stellen wir dann am besten noch einen neuen Ordner, wo dann alle Spieler reinkommen.
Hier können wir auch sagen, Behavior Website Benutzer, denn das sind Website Benutzer und das sollen auch noch sichtbar sein natürlich. Dann müssten wir als allererstes, da jeder Frontend Benutzer einer Gruppe zugewiesen werden muss, eine Gruppe erstellen, die heißt Players. Dann erstellen wir einen neuen Webseitenbenutzer, der heißt Player 1. Hat jetzt ein Passwort, von mir ist auch Player 1. Und hier müssen wir ganz wichtig sagen, dass das vom Record Type Player ist. Und dann bekommen wir auch unser neues Feld Nickname. Und da geben wir jetzt einfach auch Player 1 ein. Jetzt können wir neue Highscore erstellen. Vom Typ Highscore, das hier neu aufgepoppt ist. Und wir sagen, er hat die Punkte 100 und es hat, wer hat diese Punktzahl erreicht? Es hat der Player 1 die Punktzahl erreicht. Wenn wir jetzt Cache löschen, beziehungsweise bevor wir jetzt einen Frontend aufrufen, müssen wir noch das Frontend-Plugin ändern und hier sagen, dass wir nicht nur von diesem Ordner auslesen wollen, sondern auch von diesem, sonst findet er nämlich nicht den entsprechenden Benutzer. Wenn wir jetzt dieses Frontend neu laden, dann kommt erstmal nichts, denn wir haben noch was Entscheidendes vergessen. Wir müssen nämlich in die TypeScript-Konfiguration gehen und dieses Ding hier auskommentieren, denn sobald man das hier so bei Persistency Search PT hinterlegt, wird nur noch dieser Wert genutzt und das, was man Plugin eingibt, ignoriert. Und das ist genau das, was ich nicht haben möchte, deswegen muss ich das hier auskommentieren. Die Datei hochladen und Cache löschen und nochmal das Frontend aufrufen und dann wird unsere Übersicht angezeigt. Hier noch nur die Punktzahlen mit der Möglichkeit zu editieren und auch zu löschen. Ich möchte aber noch, dass der Benutzer hier ausgelesen wird. Deshalb gehen wir in die View-Datei, schauen uns, was der Extension uns erstellt hat. Wir gehen ins Liste rein und hier sehen wir dann das, was wir bekommen, was der Extension-Builder generiert hat. Ich gebe jetzt hier noch ein paar Bootstrap-Klassen hinzu, da ich mir die Option offen lassen möchte, dieses Framework später einzubinden, dass wir dann eine schönere Ausgabe bekommen. Hier wollen wir auch ein bisschen was ändern, und zwar kommt hier der Rang hin, dann kommt der Benutzername und dann die Punktzahl. Ich schaue einmal, ob wir bei einer Sprachdatei schon den Player haben. Genau, haben wir. Ich benutze dann einfach auch dieses Sprachkey dafür. So, dann müssen wir sehen, wie die einzelnen Highscore-Tupeln quasi ausgegeben werden. Hier müssen wir noch ein bisschen was verschieben, denn wir haben als erstes den Rang. Hier machen wir einen Trick. Wir benutzen den Iterator. Iteration. Und geben einfach nur den aktuellen Zyklus aus. Und später werden wir sicherstellen, dass die Liste sortiert ist nach der Punktzahl. Somit haben wir den Rang abgebildet, ohne dass wir das irgendwie persistent speichern müssen in der Datenbank. Dann wollen wir den Benutzernamen hier sehen und dann die Punktzahlen. Ich kopiere das Ganze mal, da ich jetzt einfach die Möglichkeit erhalten möchte, dass das anklickbar ist. Hier wissen wir, dass es die Klassenschaft gibt, Player, und er hat einen Nickname. Und den möchten wir ausgeben an dieser Stelle. Danach kommen Edit und Delete Funktionen. Möchte ich jetzt einfach mal auch nicht haben in dieser Übersicht, sondern einfach nur im in der Einzelansicht, das können wir dann noch soweit verändern. Wenn wir das jetzt hochladen, die Liste, HTML-Datei, neu laden, dann sehen wir Player 1, Rang 1, Punkt 100, wir klicken drauf und kommen dann hier auf eine Übersicht mit einer Fehlermeldung. Mit einem Fehlercode, damit wir den Fehlercode besser lesen können, schalten wir ins TypeScript Setup und schalten folgendes aus, nämlich den Content
Content Object Exception Handler. Und dann bekommen wir die Fehlermeldung. Und hier sagt, dass sie schon nicht erlaubt ist bei dem Plugin. Da müssen wir in die Plugin-Konfiguration gehen und sehen, ob hier die Show-Funktion auch ist. Nein, das haben wir vergessen, im Extension Builder anzugeben. Das heißt, wir geben diese Action-Funktion frei, laden die X-Log-Conf hoch, müssen jetzt hier nochmal einen Cache löschen und dann einen Schritt weiter und er sagt, es gibt doch gar keine Show-Action-Funktion, das heißt, wir haben komplett vergessen, diese anzuklicken. Müssen wir nochmal schauen. Nicht in der Repository, sondern im Controller. Hier gibt es keine Show-Funktion, das ist aber auch kein Problem. Wir ergänzen die einfach. Ich baller das jetzt einfach am Ende rein. Hier ist Show. Und die bekommt ein Parameter, das ist nämlich das Highscore Model, so wie hier oben. Das heißt, wir können quasi was hier ist einfach übernehmen. Und das ist das, was auch angezeigt wird und was wir dann der View auch übergeben müssen. Highscore. Mehr müssen wir eigentlich nicht tun. Dann müssen wir noch die Show anlegen. Weil wir es vergessen haben, im Extension anzugeben, aber kein Problem. Hier wollen wir dann, dass die Highscore ausgelesen wird. Und hier sagen wir einfach, dass wir ein Partial aufrufen. Und da sollen jetzt nicht die Table Row Darstellung nehmen, sondern einfach die Einzelansicht. Oder vielleicht Single. Und der begeben wir dann in Highscore. Und hier wollen wir dann noch eine Leiste haben mit Edit und Delete. Dann müssen wir noch die Single Partial erstellen. Erstellen wir aus dem Klon von dem, was wir haben, vom Extension Builder. Und hier müssen wir noch definieren, wie das auszusehen hat. Ich halte es jetzt erstmal einfach. Points. Ich müsste mal schauen, dass die Sprach-Dings hier nehmen können. Das hier. BR einfach. Dann der Benutzer, beziehungsweise der Spieler. Genau, das laden wir hoch. Auch die neue Show-Datei. Und hier bekommen wir Fehlmeldung, dass das nicht properly nested ist, klar, weil das muss natürlich auch geschlossen werden. Und dann sieht die Ausgabe wie folgt aus. Unsere Einzelansicht ist aus Points und aus dem Nickname des Spielers. Hier könnten wir vielleicht noch einen Zurück-Button einfügen. Ich schließe hier mal die überflüssigen Dateien. Und hier kopiere ich mir einfach das hier. Und dann ändern wir nur noch die Action-Funktion, die heißt nämlich so, und hier machen wir einfach auch einen statischen Text hin, um ein bisschen Zeit zu sparen. Hier bekommen wir dann die Knöpfe, das können wir einfach hin und her wechseln und auch einen neuen erstellen, wenn wir das möchten. Aber hier müssen wir uns noch erweitern, dass wir einen Spieler hinzufügen können. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. In jedem Fall müssen wir zurück in die Idee und hier uns das Template anschauen und verändern. Und zwar das, um neue Highscore-Einträge zu erstellen. Das wäre in diesem Fall New. Hier wird
einmal nur ein Partial aufgerufen, das heißt Form Fields, das rufen wir auf. Und hier müssen wir noch ergänzen, dass es eben ein Auswahlfeld gibt für einen Spieler. Dazu gibt es mir immer verschiedene Möglichkeiten. Ich entscheide mich jetzt hier für diejenige, dass wir hier ein Select-Feld haben, machen. Und im Endeffekt werden wir dann dort einen konkreten Spieler auswählen. Deswegen, und da die Property im Highscore Player heißt, schreiben wir hier natürlich Player hin. Die können wir Player lassen. Und dann müssen wir die Werte dem FewHelp übergeben, die es hier anzeigen soll in diesem Select-Feld. Und das ist natürlich die Menge von allen registrierten Spielern. Das heißt, hier müssen wir dann eine Liste übergeben, die ich jetzt hier mit Players benenne. Wir müssen sicherstellen, dass das Partial auch das als Argument beliefert bekommt. Hier werden wir dann einfach erstmal alle vier Variablen hier weitergeben, falls wir nacheinander noch entscheiden, noch weitere zu nutzen. Jetzt müssen wir dieses Players Array auch quasi befüllen. Dazu gehen wir in den Controller und müssen der New View dann auch entsprechend diese Information irgendwann überliefern. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir an diese Information drankommen. Das geht relativ einfach über die Repository. Wir haben ja eine Repository, die über alle Spieler geht. Zwar benutzt unser Spielermodel die Datenbanktabelle für User, wo alle Webseiten Frontend-Benutzer stehen. Aber da wir im TCA bzw. der Extension Builder es automatisch für uns typisiert hat und wie auch in der Erstellung, wenn du dich erinnerst, dort als Typ Player ausgewählt haben, wird auch die Repository nur Einträge finden von diesem Typ. Das heißt, wir können jetzt direkt die Repository benutzen. Repository und dann dort sagen, gib mir alle zurück. Dann müssen wir noch die Repository initialisieren. Das geht dann relativ fix. Ähnlich wie wir mit der Highscore-Repository gemacht haben. Müssen wir den Begriff Highscore durch Player tauschen. Und schon haben wir das Ganze gelöst. Ups. So, das haben wir alles ausgetauscht. Das wird jetzt automatisch instanziert. Und dann übergeben wir bei der New alles. Wir müssen das auch machen bei Edit. Dort müssen dann auch alle überliefert werden. Wir können nochmal die Edit Template schauen. Dort wird auch Formfields aufgerufen. Wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass wir auch Players überliefern. Ja, weil wir es da auch nur einzeln gemacht haben, nicht alle, machen wir das hier noch genauso. So. Und dann haben wir noch folgendes Problem, dass das, was da zurückgeliefert wird, nicht dem Format entspricht, was dieses Ding hier erwartet. Wir können uns das trotzdem mal anschauen, was jetzt gerade passiert. Wir laden dazu alle geänderten Dateien hoch, gucken uns das im Frontend an, bekommen jetzt einen Fehler, find all Function wird aufgerufen auf null, das bedeutet, weil wir jetzt eine neue Inject-Funktion geschrieben haben, müssen wir den Cache löschen. Und jetzt bekommen wir eine Auswahl von allen möglichen Playern. Es gibt momentan nur einen, das sind wir. Jetzt bekommen wir halt diese Schreibweise mit Klassenpfad und Doppelpunkt-ID. Wenn wir uns das im Debug anschauen, bekommen wir aber als Wert, müssten wir da schon nur die ID bekommen, genau. Um die Beschriftung zu ändern, wie gesagt, müssen wir das Format ändern, was hier ankommt, bzw.
beziehungsweise was wir hier auslesen. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, entweder über einen eigenen View-Helper oder macht es jetzt hier schon beispielsweise in der Repository, indem man eine neue Funktion schreibt, heißt irgendwie find all for select form field oder sowas in der Art. Ich möchte erstmal als allererstes nochmal in die Form Fields gehen und jetzt auch noch dem Folgendes realisieren, und zwar möchte ich das jetzt hier nicht so wie es hier ist, da diese Liste jetzt aus einem Eintrag besteht, wird immer der erste Player vorausgewählt. Ich möchte jetzt hier so auch so einen Quartier-Eintrag hinzufügen, der da heißt bitte wählen. Und dafür gibt es das Attribut prepend option label. Hier werde ich auch einfach hart festen Text eingeben, Schnelligkeitshalber. Man kann ja auch den View-Helper Translate benutzen, um die Mehrsprachigkeit über die Sprachdatei zu gewährleisten. Und hier wollen wir das Ganze noch einen Wert zufügen, was hier ein Leerstring ist. Ich lade jetzt hier die veränderte Partial-Datei hoch. Dann laden wir neu und dann bekommen wir Please Choose mit dem Wert Nix, was auch okay ist. Und wir sehen auch schon, dass es hier dem neuen Highscore-Player zugewiesen wird. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen neuen Highscore stellen, 250, wählen jetzt hier den Player 3 aus, dann bekommen wir einen neuen Highscore-Wert von Player 1 zu 250. Da wir jetzt hier keine Möglichkeit haben, im Frontend quasi neue Player zu erstellen, mache ich das jetzt mal schnell im Backend. Da ist dann Player 2. Und wenn wir jetzt den neuen NewsGuy-Score auswählen, sollten wir die beiden bekommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir wieder Cache löschen müssen. Nö. Ich habe es vergessen. Und zwar. Jetzt seht ihr, die Typisierung funktioniert. Wir müssen es eben noch den richtigen Typ zuweisen, nämlich Player. Und erst dann ist es auch hier sichtbar. Genau, jetzt könnt ihr sagen, okay, Player 2 irgendwie im Wert 500. Jetzt besteht die Highscore natürlich darin, dass dasjenige mit den höchsten Punktzahl als erstes steht. Das heißt, wir müssen die Sortierung ändern. Das können wir auch verschiedene Art und Weise lösen. Jedenfalls ist das ja die List-Action, die da aufgerufen wird, und die Sortierung von Highscore muss hier geändert werden. Da man sagen kann, dass wenn man mit der Highscore was hier zusammenarbeitet und man dort Einträge ausliest, man eigentlich immer die Reihenfolge haben möchte, dass derjenige mit der höchsten Punktzahl oben steht, kann man diese Änderung direkt in der Repository machen. Und das geht dann wie folgt. Man nutzt dann die Protected Klassenvariable Default Orange, die gibt es schon, deswegen funktioniert das Ganze. Wir geben das nur einen anderen Startwert. Und der heißt, wir wollen nach Points sortieren. Und die Sortierrichtung soll absteigend sein. Dazu gibt es eine Konstante von einer Klasse. Die Klasse ist die Query Interface Klasse. Ich binde hier den Namespace ein. Und die Konstante für die absteigende Sortierung heißt dann wie folgt: Order Descending. Und somit werden jegliche Leserzugriff mit dieser Sortierung nach Punkten absteigend realisiert. Wir müssen nichts weiter machen. Wir laden jetzt hier gerne das Repository hoch. Im Zweifel müssen wir noch Cache löschen. Ich teste das. Nein, es geht auch ohne Cache löschen. Und dann sehen wir, jetzt stimmt die Reihenfolge. Höchste Punktzahl steht oben und niedrigste Punktzahl steht unten. Jetzt wollen wir das Ganze in meinem Code anschauen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, hat ja alles der Extension Builder gemacht. Wir haben, wie gesagt, um jetzt rückwärts anzufangen, neues Formular, das wird ja realisiert über die Template-Datei New. Die bindet ein Partial ein, Form Fields, wo dann die einzelnen Felder sind.
wichtig ist beim Form Name New Highscore und Object New Highscore, dass das den gleichen Namen hat. Hier ist wichtig, dass man hier Property benutzt und die Namen der Properties müssen den Namen entsprechen aus dem Model. Das ist so die Verbindung. Das Ding kann heißen, wie es will. Es ist nur wichtig, dass Name und Objekt gleich ist und die Methode, die dann aufgerufen wird, das ist in diesem Fall die CreateAction-Funktion, dass bei der CreateAction-Funktion dann auch steht New Highscore, also der gleiche Begriff. Dann setzt Typo 3 automatisch um. Alles, was man hier ausfüllt und die Property ist, wird dann ein neues Model erstellt, also eine neue Instanz gebildet aus der Klasse Highscore. Dann wird automatisch geschaut, ob die Properties, die man hier über das Formularfeld beschreibt, also der Benutzer im Frontend eingibt, entweder öffentlich sind oder ob es eine Set-Funktion gibt, die es ermöglicht, eben Werte zu setzen. Wenn es nichts davon zutrifft, wird es eine Fehlermeldung geben. Wenn es eines von diesen zutrifft, dann werden die Werte geschrieben und dann stehen sie hier zur Verfügung, ohne dass wir es explizit gemacht haben. Das geht alles vollautomatisch. Dann gibt es die Repository. Wie gesagt, die Verbindung ist die Namensgebung. Wenn es ein Highscore-Model gibt und man ein Repository dazu braucht, schreibt man einfach Highscore-Repository. Und somit kann man dann diese benutzen, um ein Objekt von den Klassen von dem entsprechenden Model zu übergeben. Zu den einzelnen Methoden. Eine Methode, um neue Datensätze zu schreiben, ist eben die Add-Funktion. Und hier schreiben wir ein neues Model mit den neuen Werten. Hier muss auch nicht die ID gesetzt werden, das wird dann automatisch gemacht, sondern nur die Werte, die man eben beschreiben möchte, in unserem Fall Points und Player. Und dann wird das automatisch in die Datenbank geschrieben, ohne dass man hier eine Repository, eine Add-Funktion hat, denn das gibt uns schon die Basisklasse mit und über die Namensgebung weiß, also über die Namensgebung und über die TCA-Beschreibung weiß dann über 3, in welcher Datenbanktabelle es landen soll. Und so einfach ist eben das objektorientierte Handling von Model und Repository in Typo 3 in Verbindung mit dem View. Und genauso funktioniert auch der schreibende Zugriff per Edit. Per Edit muss man natürlich ein expliziter Highscore überliefern. Und auch hier werden automatisch die Formulardaten dort reingeschrieben. Diese Edit-Funktion ist dazu da, um das Formular anzuzeigen. Die Speicherung benimmt dann die Update-Funktion. Hier wird dann automatisch die geänderten Sachen, die man von mal eingibt, gespeichert. Und man ruft hier nicht Add, sondern Update an. Voraussetzung ist natürlich dann, dass dieses Model, dass es schon einen Dateneintrag zu diesem Model gibt. Oder anders ausgedrückt, dieses Model braucht eine valide ID. Und dann funktioniert das Ganze auch. Dann wird eine Update-SQL-Anweisung abgesetzt und der Eintrag wird aktualisiert. Und dann im Anschluss wird dann noch an List weitergeleitet. Gleiches für die Delete-Funktion. Hier gibt man auch den Highscore, den man deleten möchte. Hier ist es immer ein Objekt. Im Request ist es aber immer einfach nur die ID. Das heißt, wenn wir jetzt hier klicken, sehen wir jetzt hier false gefüllt. Und im Request sehen wir, das ist immer die Schreibweise halt tx unterstrich Name der Extension unterstrich Name des Plugins. Dann kommt eckige Klammern, hier in URL encodiert. Dann kommt hier Highscore, dann eckige Klammern zu und dann ist gleich 4 und 4 ist die ID aus der Datenbank. Und das übergibt man nur. Typo 3 weiß dann automatisch, dass das eine ID ist, holt sich die Daten aus der Datenbank, instanziert ein neues Highscore-Objekt und schreibt dort die Daten rein, die in der Datenbank stehen. Und dann werden die eben dann hier in dieser Instanz geschrieben und steht zur Verfügung. Und hier nutzen wir es bei der Delete-Action, um sie dann zu entfernen. Und vollautomatisch, ohne dass im Highscore-Repository irgendwas stehen würde, wird es dann automatisch entfernt. Und so einfach ist es eben, mit der Repository objektorientiert lesen und schreiben zuzugreifen. Du kannst jetzt an diesem Beispiel gerne es noch weiter vervollständigen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt hier reingeht, das nicht die Einzelansicht bekommt, sondern die Bearbeitungsmöglichkeit. Oder dass man jetzt hier auch noch die Möglichkeit hat, hier einen Löschknopf zu machen. Das können wir vielleicht noch schnell machen. Wir schließen jetzt mal alle offenen Dateien. Und dann gehen wir rein in die Edit. Und hier sagen wir, dass hier noch einen weiteren Link geben soll. Ich bin ein bisschen schreibvoll immer, deswegen suche ich mir jetzt gerade nochmal ein Partial, wo es schon einen Link gibt.
Und hier kann man sagen, okay, bei Edit wollen wir, dass nach dem Formular auch von mir es ein paar Links gibt, um diesen Eintrag zu löschen. Da muss man die Extra-Funktion schreiben. Controller könnte man auch schreiben. Wenn man es nicht tut, wird immer der aktuelle Controller benutzt. Und da der aktuelle Controller alle Funktionen enthält, nämlich der Highscore-Controller, müssen wir das jetzt nicht explizit schreiben. Falls man Links hat in einem Partial, kann ich nur empfehlen, das auf jeden Fall dahin zu schreiben, denn es ist ja auch möglich, diese Partial-Datei außerhalb diesen Controllers aufzurufen. Und wenn aber die Funktionalität in einem definierten Controller steckt, muss man sie dann natürlich explizit angeben. Dann ist der aktuelle Controller nicht immer der richtige. Das schreiben wir jetzt auch hier Delete Highscore. Jetzt müssen wir natürlich noch Argumente überliefern, nämlich brauchen wir unseren Highscore. Und diese Variable muss dann auch so heißen wie in der Controller-Funktion bei Delete. Genau, bei der Delete-Function. Das heißt hier auch Highscore, also der Variable-Name. Das heißt, muss hier auch Highscore sein. Und hier kommt der Wert. Hier kann man entweder die UID direkt eingeben oder das gesamte Objekt. Und Turbo 3 setzt dann automatisch den Primärschlüssel in die URL sozusagen. Hier muss man natürlich sicherstellen, dass die Controller-Edit-Function, Edit-Action-Funktion auch den Highscore-Model unter den Highscore-View-Variable-Namen übermittelt. Das tut es. Da müsste das auch funktionieren. Wir laden die neue Edit-Template-Datei hoch. Gucken uns jetzt an, was wir hier haben. Wir sind im Edit. Aber wir sind nicht im Edit, sondern wir sind im Show. Genau. Wir bräuchten jetzt noch hier eine Möglichkeit, um aufs Edit zu wechseln. Also nochmal zurück. Wir müssen jetzt hier auf Show gehen. Entweder man macht hier auf Show noch einen Zusatzlink oder man macht aus der Show die Edit. Ich mache das jetzt so rum. Edit braucht natürlich auch Argument Highscore. Auch hier müsste man theoretisch überprüfen, ob der Variablename bei Edit auch so heißt. Heißt er natürlich, weil der Extension es hier einheitlich macht. Jetzt müssen wir die Show-Template-Datei neu hochladen. Wir laden es neu, jetzt haben wir Edit. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, kommen wir auf die Edit-Funktion. Man sieht auch hier im Request ist wieder die 4 mit dem Highscore und dem ja, Request-Parameter-Name aus der Konvention, die ich schon geschildert hatte. Hier sehen wir dann das vorausgefüllte Formular, auch hier schön, wenn man das Formular nämlich hier sieht, Edit, wieder Update, Name und Objekt und dann die einzelnen Felder aus Formfields und das ist genau die gleiche Partial-Datei wie für Erstellung und Turbo 3 weiß einfach, dadurch, dass hier Object Highscore steht, man hier Highscore überliefert im Partial und man hier Property benutzt, dass dann hier auf jeden Fall als Startwert natürlich die Werte stehen sollen, die in dem Model stehen. Ohne dass wir das explizit hier sagen. Ne? Wir tun jetzt hier nicht das Value-Attribut setzen, sondern machen eigentlich gar nichts, sondern wir rufen nur den View-Helper auf mit dem Namen von Property und ID. Mehr machen wir gar nicht. Trotzdem weißt du über 3, was es zu tun hat. Points ausfüllen, 500 und hier den Benutzer. Hier können wir dann entweder löschen. Wir haben es gelöscht oder wir können jetzt hier editieren, zum Beispiel in den anderen Player zuweisen. Da hat jetzt Player 2 die 250. Also so einfach sieht es aus. Im einfachsten Fall natürlich XSpace Model und Repository im Zusammenspiel in der View Sachen lesen und schreiben zuzugreifen. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Du bist herzlich eingeladen, das hier noch weiter auszubauen. Zum Beispiel, dass man vielleicht auch neue Spieler erstellen kann. Auch die Sortierung zum Beispiel ändern kann mit deinem Link. Das kannst du dich ausprobieren. Ich wollte jetzt hier nur einführend zeigen, wie man eben mit Turbo 3 in der Extension-Entwicklung mit dem Model und der Repository zusammenarbeiten kann. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Wenn du mehr von mir sehen oder hören willst, dann abonniere meinen Kanal. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Videos. Tschüss.